Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Assassin's Creed Black Flag Freunde. 3% haben wir hinter uns. Vollendung. Und jetzt geht's weiter mit dem Singleplayer Abstergo. Mr. Walpole, nehme ich an. So, ich hoffe, ihr habt das letzte gesehen, denn in seiner Verkleidung als der Assassine Duncan Walpole muss Edward dem Gouverneur Havanas mehrere Karten und einen merkwürdigen Kristallwürfel überbringen. Also, wenn ihr das nicht gesehen haben solltet von der Story, war schon wichtig. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem kommenden Gameplay. Vor Jahrzehnten übertrug mir der Rat die Aufgabe, hier in der Karibik einen vergessenen Ort zu finden, den die Vorläufer einst das Observatorium nannten. Seht her, seht euch diese Bilder an und prägt sie euch gut ein. Sie erzählen eine uralte Geschichte. Seit zwei Dekaden bemühe ich mich, das Observatorium zu finden. Einen Ort, der angeblich ein Werkzeug von unvorstellbarer Macht beherbergen soll. Es enthält eine Art Armillarsphäre sozusagen. Ein Gerät, das uns die Macht verleiht, jeden Mann auf der Erde zu finden und zu beobachten, wo immer er sich befindet. Stellt euch einmal vor, wie es wäre, eine solche Macht zu haben. Mit diesem Gerät gäbe es keine Geheimnisse mehr. Keine Lügen, keine Betrüger. Nur Gerechtigkeit, wahre Gerechtigkeit. Das ist das Versprechen des Observatoriums und wir müssen es für uns gewinnen. Kennen wir denn seinen Standort? Werden wir bald. Denn der einzige muss ich da jetzt noch zuhören, meine Freunde? Ein Mann namens Roberts, er galt einst als Weiser. Es ist 45 Jahre her, dass jemand einen wahren Weisen sah. Können wir sicher sein, dass er echt ist? Wir sind überzeugt davon. Die Assassinen werden ihn sich holen. Ah, jetzt geht's weiter, sehr schön. Ja, das werden sie. Doch, dank Duncan und der Informationen, die er uns brachte, werden die Assassinen kein Problem für uns darstellen. Morgen wird sich alles aufklären, meine Herren, wenn ihr den Weisen persönlich trefft. Bis dahin, lasst uns trinken. Habe ich jetzt die Karte auch noch geklaut? Lasst uns das gemeinsam finden. Denn vor seiner Macht werden Könige fallen. Der Klerus erblassen und die Herzen der Welt werden uns gehören. Na, dann bin ich ja mal gespannt. Mission beendet. Erinnerung 3. Optionale Ziele, Schießherausforderung und alle. Wow, 100% Erinnerungssynchronisation. Perfekt. Fortsetzen. Ah, man kann auch ein Feedback geben. Das machen wir aber gar nicht. Ich spiele das einfach weiter. So. Ordentlich noch einen gebechert hier. Ja, schlaft ihr auch gut. Die Schatzflotte einlaufen und damit eure Belohnung. Und danach besprechen wir unser Vorgehen. Ich freue mich drauf. Exzellente. Trefft mich unten an den Docks gleich als erstes morgen früh. Okay, morgen früh an den Docks. Da werden wir vermutlich da sein. Okay. El Gobernador Torres erbittet eure Anwesenheit an den Docks, neben dem Castillo. Gleich morgen früh. Ja, weiß ich doch. Jetzt zum dritten Mal, oder was? Bin ich taub, oder wie? So, hab ich Kohle, oder? Mann, Mann, Mann. Havanna, Aussichtspunkte erst ein. Assassinenaufträge auch noch nicht. Sollen wir noch ein paar Aussichtspunkte machen? Oder sollen wir direkt zu dem Ding gehen? Oder wollen wir mal ein bisschen, weiß ich jetzt auch nicht so genau, was wollen wir hier machen? Piraten erneuern? Nö. Ich mache einfach hier ganz straight die Story. Das finden vielleicht einige jetzt nicht so. Haben die sich gerade materialisiert? Katze! Katze! Im letzten Assassin's Creed gab es immer Hunde. Fand ich irgendwie besser. Ich bin ja mehr so... Was macht denn der? Ach, der raucht ein Pfeifchen. Bin ja mehr so der Hundetyp. Obwohl Katzen ja irgendwie so furchtbar in sind. Aber ich finde, Katzen ist irgendwie was für Mädchen. Ich weiß auch nicht. Typen mit Katzen kann man nicht ernst nehmen. Ach Mann, ich gehöre hier zu. Ich bin doch einer von euch, ey. Also ich bin doch jetzt hier so ein Templer. Templersau. So, gucken, was ist hier? Guck mal, ist da ein Knarrenladen? Das ist Wilkinson-Zeichen drüber. Vermutlich gibt es hier nur Rasierer. So, ich gehe mal rein, mal Rasierer kaufen oder so. Wir haben jetzt Geld. So, einmal frisch geschäft hier. Oder was? Hola. So, was gibt's hier? Kunstgegenstände, nee. Schwertersets. Ah, guck mal, da könnt ihr direkt sehen, was besser wird. 2-3-2 haben wir. Der spanische Rapier. Was hat denn unser? Wir haben... Was haben wir denn im Moment?
Ja, guck mal, der kostet 3000, ey. Ich kann noch nicht mal was kaufen, ey. Ich kann mir noch nicht mal irgendwas leisten, ey. Ich hab gedacht, ich wäre jetzt hier so die reiche Sau. So, ausgerüstet habe ich. Warum habe ich den denn ausgerüstet? Wieso kann... britisches Entermesser. Warum habe ich die ausgerüstet und die anderen? Ah, das muss ich wahrscheinlich im Menü machen. Moment, ich gehe mal eben hier raus. Ja, klappe jetzt hier. Wieso kann ich hier nicht... Ich kann hier drin nicht die Waffenauswahl machen. Vermutlich, weil es so ein separater Abschnitt ist. Ich gehe nochmal raus. Ich konnte mir ja so oder so nichts kaufen. Ich bin halt eine arme Sau. Unbewaffnet Schwerter. Aber habe ich jetzt die Schweineschwerter oder... Das raffe ich jetzt wieder nicht. Also hier kann ich ja nur Geld werfen, Schatzkarte. Aber wo suche ich denn jetzt hier wirklich die Klingen aus? Das sind doch eigentlich diese... Na, was weiß ich. Wie steckt man die nochmal weg? Wie? Ah, okay. So, wir gehen mal zu unserem Ziel, was soll's. Ich habe eigentlich echt nie Zeit, mich irgendwie mal so ausgiebiger mit so einem Spiel zu beschäftigen, also dass ich auch weiß, wie irgendwas funktioniert oder so. Aufzüge. Okay. Aufzüge brauchen wir nicht. Also im Grunde genommen sollte man sich ja viel mehr mit so einer Spielmechanik beschäftigen. Und dann gibt es auch immer Leute, die mir das so vorwerfen, die sagen, ja, wenn du so ein Spiel Let's Plays und zeigst, dann musst du das doch wissen und den Leuten erklären und so. Und nö, ich spiele es ja jetzt auch nur ganz normal für mich selber, einfach um ein bisschen Spaß zu haben, um das Ganze mal ein bisschen anzugucken und nicht um so eine Wissenschaft daraus zu machen. Das ist bei mir aber vielleicht auch so ein Ding, weil ich halt wirklich gefühlt 100 Spiele im Jahr spiele und auch, ja, keine Ahnung. Morgen ist Xbox One Release, da kommen auch nochmal etliche Spiele hinzu, dann war Need for Speed Release, ich... Hab ja eigentlich noch Batman irgendwie ein bisschen gezockt. Eigentlich Battlefield habe ich glücklicherweise gerade durch und Skyrim spiele ich immer noch gerne. Und wenn du so viele Spiele spielst, dann hast du gar keine Zeit, dich mit irgendwas richtig auseinanderzusetzen. Beziehungsweise mag ich das auch gar nicht so. Ich möchte einfach ein Spiel anmachen, das Spielen Spaß haben und nicht irgendwie vor eine Wissenschaft draus machen müssen, was ich darf, machen muss, kann, tasten, bla bla bla. So, da bin ich. Es geht weiter hier. Der Mann, den sie den Weisen nannten. Guten Morgen, Duncan. Gleich hier drüben. Moin, moin. Hallo, Edward. Ich fand jemand, der mir den übrigen Zucker abkauft. Ah, ein gutes Geschäft, muss ich sagen. Er nannte euch Edward. Das ist der Händler, der mich hierher brachte. Zur Vorsicht gab ich ihm einen falschen Namen. Ah, gute Idee. Wir sehen uns, Barnett. Später. Sehr pünktlich, Duncan. Hier entlang. Schöne Grafik hier an der Stelle, oder? Mit hier den Charakteren und so. Sieht gut aus. Ein Mann nach dem Templer und Assassinen mehr als ein Jahrzehnt gesucht haben. Man sagt, euer Name ist Roberts. Ist das wahr? Sieht ein bisschen aus wie Machete. Wisst, was das ist, denke ich. Den alten Geschichten nach wird das Blut eines Weisen benötigt, um das Observatorium zu öffnen. Das ist der Schlüssel. Nun brauchen wir nur noch seinen Standort. Mr. Roberts wird ihn uns bereitwillig mitteilen. Bringt ihn in meine Residenz. Okay, ich folge denen mal. So viel Wirbel um einen Mann? Ist das Observatorium wirklich so kostbar? Sie sind du da. Das Observatorium wurde von der Vorläuferrasse erbaut. Sein Wert ist unermesslich. Vorläuferrasse. So, so. In einem der ersten Briefe äußertet ihr den Wunsch, diesen Maya-Mentor zu töten, Atabai. Konntet ihr diesen Auftrag noch ausführen, bevor ihr hierher kamt? Leider nicht, nein. Zu viele Komplikationen auf dem Weg. Wie schade. Doch die Karten und die Ampulle, die ihr brachtet, werden es schon richten. Ah, das war der Plan. Ich mag diesen Weg nicht, Torres. Zu ungedeckt. Ja, stimmt was nicht. Bleib bei mir, Großmeister. Ich spüre es auch. Sie dürfen nicht Hand an den Weisen legen, was es auch koste. Okay, hier passiert gleich irgendwas.
Assassinen! Assassine! Sie sind auf den Dächern! Muss ich auch noch den Templer verteidigen? Ich sehe gar nichts, hab hier so einen Balken vor mir. Kill gemacht! Ich bin besser als Assassine, das ist auch mal was, oder? Wo sind die Klingen hier? Ja, finish him! Haben wir noch irgendwo einen? Achtet auf Straßen und Gassen, sie können überall sein. Komm her. Komm her, du auch noch. Haben wir noch einen? Drei Stück! Three in a row! Ey, Kamera verloren! Bin halt schneller. Kill von oben wollte ich gar nicht. In den Hals rein. Komm her. Versuch's ruhig. Reflexschuss. Drücken Sie Y. Yeah, Reflexschuss. Einen erschossen habe ich. Wie geht das nochmal hier? Knarren. Scheiße, jetzt wollte ich gerade. Nein. Zu weit. Mann! Ich hatte mich gerade ein bisschen darauf konzentriert, wie ich da oben den kille, der auf den Dächern stand, und dann war das Ding schon durch. Naja, egal, müssen wir nochmal hinterherlaufen. Finde ich persönlich jetzt nicht ganz so schlimm. Assassinen! Ich glaube, die Assassinen-Klingen sind schon ganz cool dafür. Sind auf den Dächern. Wieso macht der keinen Kill? Jetzt. Auf Straßen und Gassen. Sie können überall sein. So. Bei wem müssen wir denn bleiben? Ja, dafür ist die Klinge dann noch nichts. So, sind noch alle da, ist noch keiner weggelaufen, oder? Dass ich irgendwo hin müsste. Ich gucke immer so ein bisschen jetzt rechts und links. Oh, jetzt laufen sie weiter, glaube ich. Oder? Ja, okay. Wow! Der Penner, ey! Das gibt's doch nicht. Ich laufe einfach hinterher, so. Entschuldigung! Was jetzt passiert? Aus dem Kampf fliehen, um zu regenerieren. Okay. Hier, komm her. Ich bin mit dem Kopf in die Wand gesprungen! Finish him! Nee, doch nicht. Mann, die sind doch gut, ey, die Penner. Nein! Komm, ey, jetzt aber! Ach! Boah! What a job! What a fucking job! klingen nicht so gut. Was soll ich machen? Schwerter. Assassinen! Da oben! Die sind auf den Dächern! Habe ich irgendeinen erschossen? Optionales Missionsziel habe ich auf jeden Fall erfüllt mit dem, mit den Dingensdangens. Achtet auf Straßen und Gassen! Sie können überall sein! Wie viel muss ich denn von denen töten, ey? Also, die sind noch relativ einfach, die wehren sich ja kaum. Ab hier wird es jetzt schwieriger, da müssen wir schon mal ein bisschen gucken, wie wir es machen. Guter Finishing Move, muss ich sagen. Sieht auch besser aus im Moment jetzt hier. Ah! Mann, ey! Okay. Boah, der hat mich umgeworfen, ey. Das gibt's doch nicht. Jetzt gekillt. So, hinter.
Aber sieht besser aus für uns. Ja, geschafft. Uah, noch einer. Uah. Stoppt ihn! Geil, der hat den Assassinen auch getötet. Du bist sehr schnell, das lasse ich dir. Ich bin auch sehr schnell. War da gerade so eine Einblendung, was ich mir für ein Haus angucken kann? Mach langsam, dann wird's leichter für uns beide. Ja, spring schon! Du Pflaume, du. Halt, oder ich schieß dir ins Knie. Ins Knie? Mann, wie er wieder gerade seinen Kopf da reingesteckt hat, ne? Jetzt krieg ich ihn. Scheiße, an der fetten Alten hängen geblieben. Jetzt kletter ich hier hoch, ey. Ich pack's nicht, ey. Wie, ich verpasse den jetzt auch noch. Ja, spring ins Heu. Spring ins Heu, Alter. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Mann, vorhin waren es schon mal 17 Meter. Verprügeln. Verprügelt! Fertig! Gut gemacht, Schoßhund. Schweig! Wir bringen ihn in den Kerker, Großmeister. Verdoppelt die Wachen. Nun, ich bin erschöpft. Welch ein ereignisreicher Tag, die Herren. Sie, von allen Seiten, von Feinden belagert. Wir müssen vorsichtiger sein. Ich wünschte, ich könnte das Ende dieses Dramas mit ansehen, doch ich muss mich dem Wind anvertrauen und nach England segeln. Natürlich, Captain. Ich wünsche euch eine schnelle Reise. Mit Glück bin ich bei der Rückkehr selbst Gouverneur. Und das mit dem Segen meines närrischen Königs. Adios! Nun zu euch, Mr. Walpole. Ich betrachte es als erste Rate einer langfristigen Investition. Gracias. Hab Dank. Ich möchte euch gerne beim morgigen Verhör sehen. Kommt, gegen Mittag. Ja, Sir. Der gute Edward weiß null, worum es geht. Mission beendet. Erinnerung 4, der Mann, den sie den Weisen nannten. Den Weisen von oben anspringen. Naja, okay, den Weisen habe ich jetzt nicht von oben angesprungen. Aber ansonsten war es doch irgendwie ein ganz schöner Run. Also, mir hat es jetzt ganz gut gefallen. Haben wir 20 Minuten voll? Nicht ganz, oder? Aber ich würde sagen, an der Stelle beende ich mal das heutige Video. Ich finde, das ist ein schöner Abschluss. Ich hoffe, es hat euch ein ganz klein bisschen gefallen. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht mit Edward, dem Mann, der hier als Assassine verkleidet unter Templern wandelt. Ich sag recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und haut rein!